Hallo, Arnold. Heute schicken wir dich nach Sentinel Island zum Angeln. Aber setz ja keinen Fuß an Land. Arnold? Glückwunsch, du bist jetzt in den Fängen des wildesten und feindseligsten Stamms der Welt. Gäste mögen die gar nicht. Ich glaube, die werden dich essen. Deine Haut reicht für 8 Trommeln, deine Adern für 5 Bögen. Und aus deinem leeren Schädel machen sie eine große Tasse. Und dein Skalp wird den Häuptling bedecken. Arnold? Dass jetzt Aliens kommen, habe ich echt nicht gedacht. Die werden dich richtig ausnehmen. Dein Körper besteht zu 70% aus Wasser, 24% aus organischen und 6% aus anorganischen Stoffen. In einer Gurke gibt es auch viel Wasser, etwa 85-90%. Also technisch gesehen bist du eine sehr lebhafte Gurke. Aus den restlichen 6 der anorganischen Elemente kann man viel Nützliches machen. In deinem Körper ist genug Eisen für einen 6 cm langen Nagel. Und aus dem Kupfer kann man Kopfhörer herstellen. Und das alles, während du noch am Leben bist. Die meisten Organe lassen sich ganz einfach entfernen und du lebst trotzdem weiter. Der menschliche Körper kann ohne Magen auskommen, ohne Milz, 75% deiner Leber, 80% deines Darms, einer Niere, einer Lunge und fast alles unterhalb der Gürtellinie sowie in deiner Leistengegend. Natürlich bist du keine Gurke, aber es bringt dich auch nicht um und du bekommst diese kostenlosen Kopfhörer. Von etwas komischer Qualität. Aber das sind doch alles Lappalien. Tatsächlich besteht dein Körper aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Natrium und Sauerstoff. Und diese chemischen Elemente sind auch Bestandteil von Dynamit. Die Sprengkraft des menschlichen Körpers entspricht damit 175 Gramm TNT. Die Stärke der Explosion wird im direkten Verhältnis dazu stehen, wie viel Salz du im Leben gegessen hast. Nur du kannst alles vermasseln, selbst wenn du schläfst. Was zum Teufel ist das hier für ein Ort? Sieht aus wie ein Studentenwohnheim. Nicht gerade die beste Uni. Wuhu, Arnold! Sieht aus, als könntest du ein Superstar in einer neuen Reality-Serie sein. Aber das ist wahrscheinlich zu gut für einen Champion-Verlierer wie dich. Wie um alles in der Welt haben sie eine Akte über euch alle bekommen. Was wollen die denn von euch? Oh, das gefällt mir gar nicht. Arnold, konntest du nicht schlafen? Ein Tag ohne Schlaf führt zu Kopfschmerzen, dein Gehör wird irgendwie stumpfer und dein Gedächtnis wird, was wollte ich sagen? Du brauchst Schlaf. Man geht davon aus, dass ein Mensch im Durchschnitt nicht mehr als 5 Tage ohne Schlaf aushalten kann. Dann beginnt die eigentliche Prüfung. Optische und auditive Halluzinationen treten auf. Der erste, der einen Weltrekord im Nichtschlafen aufstellte, war der 17-jährige Randy Gardner, der 11 Tage lang wach blieb. Aber das wurde später von Robert McDonald übertroffen, der 19 Tage lang wach blieb. Aber die Vertreter des Guinness-Buches haben das nicht bestätigt. Und solche Experimente an dir selbst durchzuführen, ist ziemlich gefährlich für deine Gesundheit. Du bist der Einzige, der noch übrig ist, Arnie. Kumpel, ich erinnere mich an eine Legende über sowjetische Wissenschaftler. Sie steckten 5 Menschen 15 Tage lang in einen Raum mit einem stimulierenden Gas, das sie alle wach hielt. Glückwunsch, Arnold! Du hast dich gerade freiwillig für den Test der kugelsicheren Haut gemeldet. Wow! Du lebst ja noch, Superman? Also, ein erfolgreicher Test. Hey, Arnie! Die Jungs scheinen mit dem Ergebnis zufrieden zu sein, aber sie wollen den Einsatz erhöhen. Ein Granatwerfer feuert eine Granate mit einer Geschwindigkeit von 120 Metern pro Sekunde ab. Und sie kann eine 50 cm dicke Stahlpanzerung durchdringen. Jetzt brauchen wir etwas Ernsthafteres. Zum Beispiel eine Haut aus Fulleren. Dies ist das stärkste Material, das die Wissenschaft bisher kennt. Ein Allotrop des Kohlenstoffs. Und es ist 200 Mal stärker als der stärkste Stahl. Glückwunsch, Arnie! Deine Fullerenhaut kann einer Raketengranate standhalten. Was man von deinem Gehirn natürlich nicht behaupten kann. Die Schockwelle hat es in flüssige Götterspeise verwandelt. Aber zum Glück bist du in einem supergeheimen Labor. Genau, Arnold, das ist der perfekte Zeitpunkt, um zu fliehen. Denn jetzt können dich automatische Waffen nicht mehr verletzen. Du kannst auch nicht erwürgt werden. Und selbst wenn dich ein Auto überfährt, kann dir das nichts anhaben. Aber deine Stärke, Arnie, du kleines Weichei, die hat sich kein bisschen verändert. Stattdessen hast du, wie ich sehe, jetzt Nerven aus Stahl. Aber das Problem ist, dass du dich jetzt für den Rest deines Lebens verstecken musst, damit niemand weiß, was du für eine Superhaut hast. Warte, was? Ich verstehe, Arnie. Du würdest alles tun, um beliebt zu sein. Schlechtes Wetter ist doch kein Grund, einen Tag frei zu machen. Du willst nicht zur Arbeit gehen?
Dann schlage ich vor, du arbeitest im Bett. Als die NASA die Wirkung der Schwerelosigkeit auf den Menschen untersuchte, zahlte sie einem Freiwilligen $18.000, damit er 70 Tage lang in einem Bett liegt. Denk nicht mal daran aufzustehen, Arnie. Ich habe einen Scharfschützen angeheuert, der dich gleich beim ersten Versuch ausschalten wird. Du wirst essen, trinken und alles andere im Liegen erledigen. Bis dann, Kumpel. Hey, hast du etwas geschlafen? Wie geht's dir? Ich glaube nicht so gut. Es sieht so aus, als würdest du zunehmen. Die ganze Energie, die du mit dem Essen aufnimmst, geht nirgendwo hin. Aber Wundliegen, das ist schlimm. Durch den hohen Blutdruck fließt das Blut nicht mehr bis in die Haut. Halt durch, Kumpel. Gute Nachricht, Arnold. Du bist nah dran an dem von sowjetischen Wissenschaftlern aufgestellten Rekord. 370 Tage im Bett. Du siehst alles andere als heiß aus. Jeden Tag verlierst du 5% deiner Muskelmasse. Außerdem sind auch deine Knochen geschädigt, die sich aufgrund deiner mangelnden Beweglichkeit nicht mehr regenerieren können und sich abbauen. Und paradoxerweise wird das Einschlafen im Liegen unmöglich. Ohne eine Verschiebung der Aktivität weiß das Gehirn nicht, wie spät es ist und wann es Zeit zum Schlafen ist. Aber das hat auch seine Vorteile. Du kannst all deine Lieblingssendungen wieder und wieder sehen. Ich lasse dich jetzt hier alleine. Viel Spaß bei der Show, Arnold. Aber ich kenne da jemanden, der dir helfen kann. Dr. Joe hat eine Geheimformel, die jeden Schmerz lindern kann. Aber ihr Rothaarigen braucht mehr Betäubungsmittel als normale Menschen. Das liegt an einem Gen, das euch eure rote Haarfarbe verleiht. Unser Körper besteht aus einer riesigen Anzahl von Zellen. Damit sie miteinander kommunizieren können, gibt es spezielle Proteine in der Zellmembran. Das sind die Ionenkanäle. Ionenkanäle sind so etwas wie Tore für unsere Sinne. Dank ihnen können wir warm und kalt fühlen, riechen und schmecken und auch Schmerzen empfinden. Iss mal ein bisschen Schokolade, Arnold. Es ist ja wissenschaftlich erwiesen, dass Schokolade Kopfschmerzen verursacht. Vielleicht kommt dir dieser Mangel entgegen, denn dann musst du nie die körperlichen Schmerzen spüren, die ich dir zufügen würde. Aber freu dich nicht zu früh, Kumpel. Schmerz kann auch emotional sein. Wart's ab, zum Beispiel unerwiderte Liebe. Diese Art von Schmerz erleben die Menschen, die 2015 ihre Bitcoins verkauft haben. Arnie, mein Freund, Kopf hoch. Du empfindest keinen Schmerz und das kann helfen, deine Individualität zu unterstreichen. Du kannst dir zum Beispiel einen Diamanten in die Stirn stecken, genau wie der berühmte Rapper Lil Uzi Vert. Es gibt einige Menschen auf der Welt, die überhaupt keinen Schmerz empfinden. Das ist eine Folge eines Defekts im SCN9A-Gen. Solche Menschen können kalt und heiß unterscheiden. Sie spüren Berührungen, aber die Schmerzsignale kommen nicht an. Arnold, willst du Tagais Freund wirklich wegen des Kusses verprügeln? Vergiss nicht, Arnold, keinen Schmerz zu empfinden bedeutet nicht, dass du unsterblich bist. Du musst sofort ins Krankenhaus. Arnie, Kumpel, alter Kumpel, du hast Glück. Ärzte haben es geschafft, deinen Geruchssinn zu verbessern, indem sie dir eine Hundenase eingepflanzt haben. Natürlich musst du dich erst daran gewöhnen. Aber hey, jetzt brauchst du bei Snapchat keinen Filter mehr. Der Geruchssinn eines Hundes ist 100 oder sogar 1000 Mal besser als der eines Menschen. Und eine Hundenase kann einen Geruch aus einer Entfernung von 1 Kilometer riechen. Mit einer Hundenase kannst du sogar den physiologischen und emotionalen Zustand einer Person bestimmen. Ziemlich cool, hä? Mit Reinigungsmitteln sollte man allerdings besser nicht herumspielen. Der Geruch von Essig, Ammoniak und Chlor ist für eine Hundenase besonders ekelhaft. Hoppla! Arnold, ich glaube, du solltest lieber weglaufen. Ziemlich cool, oder? Hunde sind Makrosomen. Das heißt, sie leben tatsächlich in einer Welt voller Gerüche. Für sie ist der Geruchssinn das, was für uns das Sehen ist. Es ist gar nicht so schlecht, den Geruchssinn eines Hundes zu haben, oder Arnie? 1 Milliliter Wasser enthält 3,35 mal 10 hoch 22 Moleküle. Der Geruchssinn eines Hundes kann unter all diesen Molekülen ein einziges Molekül einer Substanz erkennen. Also, mit so einer Nase kannst du immer die leckerste Pizza finden. Oder dich als Hellseher ausgeben und Leute mit Geld finden. Oder sogar einen Job als Leibwächter des Königs bekommen.
Hey, im Supermarkt isst man nichts. Dieses Gemüse gilt als GVO, als gentechnisch veränderter Organismus. Diese Tomate enthält ein Seidenraupengen. Und die übliche Gurke hat aus genetischer Sicht 40% Ähnlichkeit mit einem Menschen. Aber hab keine Angst, GVO ist nichts Schlimmes. Und ich weiß genau, wie ich es dir beweisen kann. Wir verändern einfach dich, Arnold. Es ist zwar illegal, solche Experimente an Menschen durchzuführen, aber 2018 wurden in China zwei gentechnisch veränderte Babys geboren. Sie wurden so programmiert, dass sie immun gegen HIV sind. Hier sind wir in einem streng geheimen Labor des Pentagons. Dort werden hauptsächlich GVO-Soldaten hergestellt. CRISPR-Cas9 ist eine neue Technologie, mit der die DNA eines Organismus in die DNA eines anderen eingepflanzt werden kann. Einem normalen Fisch wurden die Gene einer biolumineszenten Qualle eingepflanzt. Nun haben wir einen Leuchtefisch. Gemüse wurde so verändert, dass es länger haltbar ist und besser schmeckt. Aber was ist mit dir, Arnold? Willst du größer werden? Wir können dir das Michael-Jordan-Gen einpflanzen. Und wir entfernen das Schwitze-Gen aus dir, damit du nicht mehr so stinkst. Und? Das ist Arnold 2.0. Ein neues Leben hat begonnen. Ohne Schweiß werden sich die Leute endlich neben dich in den Bus setzen. Und die Oma deines Nachbarn wird aufhören, dich eine kleine rothaarige Pussy zu nennen. Sie wird dich jetzt einfach nur noch rothaarige Pussy nennen. Ja, die Gentechnik ist noch nicht perfekt, aber sie ist die Zukunft. Designer-GVO-Babys werden bald kommen. Und es wird möglich sein, das Grausamkeitsgen von Kriminellen zu entfernen. Das ist eine neue Stufe der Evolution. Träum süß, Arnold 2.0. Hey, was ist hier los? Arnold, hast du alle Spritzen aus dem Labor gestohlen? Was? Willst du dir das Erdbeergen spritzen, um gut zu riechen? Und ein Corgi-Gen für einen perfekten Hintern? Tu das nicht, Arnold, hör auf! Oh, ihr Götter, was habt ihr getan? Ich hatte Unrecht. Gentechnik ist nicht nur für den Organismus gefährlich, sondern für die gesamte Stadt. Oh, wie ich sehe, hast du beschlossen, dir ein echtes tropisches Paradies zu schaffen. Findest du nicht, dass die Palme aus dem Wohnzimmer ein bisschen viel ist? Also gut, hier ist noch mehr Essen, Getränke und neue Freunde, Gummientchen. Viel Spaß! Wie wär's mit ein paar wohltuenden Blasen? Die Hydromassage kann körperliche Übungen wie Kniebeugen, Klimmzüge und Liegestütze ersetzen. Bei den Vibrationen ziehen sich die Muskelfasern zusammen, wodurch sich ihr Volumen erhöht und sie in nur 30 Tagen ihre maximale Kraft und Ausdauer erreichen. Dir, du Faulpelz, wird das sicher gefallen. Arnold, das ist das erste Mal, dass ich dich so glücklich sehe. Ich schlage vor, dass wir das Experiment fortsetzen. Ich werde dich für 30 Tage in der Badewanne einsperren. Aber unter einer Bedingung. Ich drehe das Wasser ab. Und lass dir nur das essen, was du gerade hast. Ja, du hättest vielleicht nicht so viel essen sollen. Wenn du 30 Tage lang nicht aus dem Bad kommst, hast du abgesehen von bakteriellen Hautinfektionen und ausgefallenen Nägeln zwei Möglichkeiten. Entweder vollständige Dehydrierung und der Verlust von 1,3 Gallonen Wasser oder Hyperhydration, wenn dein Körper mehr Wasser als nötig aufnimmt, was zu einer Schwellung des Gehirns führt. Arnold, du nimmst in einem alarmierenden Tempo Nahrung und Wasser zu dir. Überraschenderweise wird deine Haut durch das lange Eintauchen ins Wasser trocken und rissig. Und in diesem schmutzigen Wasser kann man sich sehr leicht eine Hautinfektion einholen. Und eine Sache, Arnold, schau bitte nicht auf deine Hände. Um 30 Tage in der Badewanne zu verbringen und Cocktails zu schlürfen, muss deine Haut eher wie die einer Robbe sein. Immerhin haben sie 20% mehr Unterhautfett als Menschen, was eine hervorragende Wasserdichtigkeit und Schutz bietet. Aber als Überträger von Darmparasiten, die für Menschen gefährlich sind, wirst du auf einer solchen Party wohl kaum willkommen sein. Seit wann machst du denn einen auf Spider-Man? Ach, ich verstehe, du hast beschlossen, deine Traumfrau zu überraschen. Daumen hoch für die Mühe. Klopfe an ihr Fenster, als ob du an ihr Herz klopfst. Wie romantisch, die Küsse von Spider-Man.
Wer könnte es verkraften, ein paar Pfunde zu verlieren? Mach dir keine Sorgen, Arnold. Achte nur darauf, dass du auf dem stärksten Knochen deines Körpers landest. Deine Knochen sind stärker als Beton. Im unteren Teil deines Beins, zwischen dem Knie und dem Fuß, liegt das Schienbein. Ein einziger Quadratmillimeter davon kann einer Belastung von bis zu 12 Kilogramm auf Zug und bis zu 16 Kilogramm auf Druck standhalten. Das ist 7-mal stärker als Beton. Stell dir vor, Häuser aus Knochen. Naja, ein bisschen gruselig ist das schon. Arnold, gib nicht auf. Hier mein Rat. Versuche, sie als Pizzakurier anzusprechen. Ups, sieht so aus, als ob Tagayas Freund nicht nur die Ananaspizza hasst, sondern auch dich, Kumpel. Und statt eines Kusses von deiner Schönheit bekommst du nun eine weitere Fraktur. Aber keine Sorge, es gibt auch einen Silberstreif am Horizont. Es stellt sich heraus, dass Knochenbrüche nützlich sein können. Während des Heilungs- und Fusionsprozesses bildet sich eine Art Schutzmanschette aus neuem Knochen um die Bruchstelle. In den ersten Wochen der Heilung wird der Knochen an der Frakturstelle vorübergehend stärker als sonst. Arnold, jetzt, wo deine Knochen stärker geworden sind, ist es an der Zeit, einen extremen Akt auszuführen. Fliege mit einem Motorrad über eine Rampe in Tagayas Wohnung. Ich bin mir sicher, dass dieser Stunt ihre Aufmerksamkeit erregen wird. Ja, vielleicht hättest du vorher üben sollen? Viele Ideen für Experimente. Aber vielleicht können wir dein Bewusstsein auf einen USB-Stick übertragen. Ich frage mich, wie viele Gigabytes wir dafür brauchen. Es ist kaum zu glauben, aber Arnolds Gehirn hat eine enorme Speicherdichte. Seine Kapazität beträgt 2,5 Millionen abstrakte Gigabyte. Dafür brauchen wir 2500 Festplatten mit einem Volumen von je einem Terabyte. Abonniere und klicke auf Gefällt mir für mehr interessante Fakten. Armer Kerl, mach dir keine Sorgen, Arnie. Bald bist du ein Cyborg. Halb Roboter, halb Mensch. Dann hast du vor nichts mehr Angst. Alle anderen werden Angst vor dir haben. Hasta la vista, Baby. Ein großer Teil des Gehirns wird von verschiedenen Lebensprozessen in Anspruch genommen. Selbst beim Furzen werden Millionen von Neuronen benötigt. Das Volumen des semantischen Gedächtnisses, also die Informationen in Symbolen, das Wissen über die Welt, ist deutlich kleiner als das Gesamtvolumen. Um zum Beispiel die gesamte englische Sprache zu lernen, braucht man nur 12 Megabyte. Mach dir keine Sorgen, Arnold, wir haben es geschafft, alle Daten aus deinem Gehirn zu übertragen. Obwohl es eigentlich gar nicht so viel war. Alles passt auf einen USB-Stick. Ich habe sogar ein paar neue Funktionen installiert. Jetzt kannst du, Arnold, Matheaufgaben ohne Taschenrechner lösen. Der präzise Arbeitsspeicher des Gehirns kann zwischen 5 und 9 Ziffern auf einmal speichern. Das sind nur etwa 40 Bits oder 5 Bytes. Du kannst deinen Arbeitsspeicher verbessern, indem du verschiedene Elemente kombinierst. Zum Beispiel 3, 5, 2, das sind 3 Elemente, aber 352, das ist nur ein Element. Arnold, du kannst dein normales Leben wieder aufnehmen und musst dir keine Sorgen mehr über Magenschmerzen machen, weil du zu viel Pizza gegessen hast. Du hast dich also entschlossen, kräftiger zu werden, was? Wie können sie es wagen? Arnold, zeig ihnen, was du wert bist. Wow, Arnold, Mensch, dein Blutdruck war noch nie so hoch. Sei vorsichtig, hoher Blutdruck wirkt sich auf die Blutgefäße in deinen Augen aus, was zu einem Sehverlust führen kann. Normalerweise ist ein solcher Sehverlust nur vorübergehend, wahrscheinlich. Aber um jetzt sicher nach Hause zu kommen, brauchst du einen Blindenhund. Blindenhunde durchlaufen eine Ausbildung, die 1,5 Jahre dauert. Und die Kosten für einen Blindenhund können bis zu 20.000 Dollar betragen. Was? Ein Hund ist dir zu langweilig? Wie wäre es mit einem Pony? Die Ausbildung eines blinden Ponys ist einfacher als die eines Hundes. Außerdem ist es eine tolle Option für Menschen mit Allergien oder für Muslime. Coole Mütze, Arnold! Wenn du blind bist, hast du nicht so viele Freizeitmöglichkeiten. Also setz deine Kopfhörer auf und entspann dich. Aber denk daran, eine Lärmbelastung von über 85 Dezibel schädigt das Gehör. Übrigens, die Lautstärke von Kopfhörern liegt bei 95 Dezibel und ein Rockkonzert erreicht 115. Der Lärm eines Düsentriebwerks erreicht 160, bei dem das Trommelfell platzt. Und 180 Dezibel sind tödlich. Du bist also zu Hause, Arnold? Wohnst du am Weltraumbahnhof? Nein? Dann sei vorsichtig! Arnold! Arnold? Es tut mir leid, aber zu allem Überfluss bist du jetzt auch noch taub geworden.
Aber verzweifle nicht. Für die Kommunikation stehen Menschen, die sowohl taub als auch blind sind, die taktile Zeichensprache, das Lorna-Alphabet oder die Braille-Handschuhe zur Verfügung. Der Handschuh ist ein Gerät mit Kontakten aus leitfähigem Material. Wenn er angeschlossen ist, werden Daten nach dem Prinzip der Braille-Schrift übertragen und Vibrationsindikatoren werden verwendet, um das Signal zu empfangen. Sieht so aus, als hättest du den Handschuh gemeistert und wärst zu deinem Training zurückgekehrt. Nur bist du statt ins Fitnessstudio in die Frauenumkleide gegangen, Kumpel. Und das ist ziemlich peinlich. Aber wenigstens kehrt deine Sehkraft zurück. Wenn auch nur für einen Moment. Mensch, ich wusste ja gar nicht, dass du auf Breakdance stehst. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hey, du solltest einen Hut oder eine Mütze tragen, sonst bekommst du eine Blase. Ah, du bekommst Geld dafür? Pech gehabt, Arnie. Es scheint, als wärst du noch nicht ganz bereit zum Betteln. Eine Hornhaut ist das Ergebnis der Teilung von Hautzellen. Die verdickte Haut hilft dem Körper, sich an Belastungen anzupassen. Bei Keratodermie teilen sich die Hautzellen jedoch zu aktiv. So aktiv, dass sich Hornhaut auf der gesamten Oberfläche deiner Handflächen und Fußsohlen bildet. Aber solche Hornhaut schützt die Haut nicht. Sie verursacht nur Schmerzen. Hast du meine Worte wörtlich genommen und beschlossen, mit dem Training zu beginnen? Nicht schlecht, Arnie. Aber es scheint, dass dein Körper nicht mit deinem Enthusiasmus mithalten kann. Sieh dir die Hornhaut des Obdachlosen an. Die ist ihm eindeutig nicht an einem Tag gewachsen. Aber ich vermute, du hast auch ein paar gut trainierte Stellen, an denen du ständig anstößt. Gut gemacht, Arnie. Manchmal ist es besser, Hornhaut zu haben als keine. Aber nicht immer. Was für ein Jammerlappen. Hornhaut wiegt ein paar Gramm. Sie kann ein paar Tage bis zu mehreren Wochen auf dem Körper verbleiben. Wenn man alle Hornhaut, die ein Mensch im Laufe seines Lebens hatte, zusammenzählt, erhält man ein Hornhautmonster, das halb so groß ist wie ein Mensch. Klein, aber oho! In einigen Kampfsportarten gibt es den Begriff Eisenhemd, bei dem der gesamte Körper darauf konditioniert wird, die Schmerzempfindlichkeit zu verringern. Dazu muss man allerdings über einen längeren Zeitraum immer wieder auf dieselbe Stelle schlagen. Um einen eisernen Körper zu erreichen, haben Kämpfer den Eisenbesen erfunden, eine Massagebürste aus schwerem Metall. Der Besen besteht aus 50 Stäben, die miteinander verbunden sind, und er wird dazu benutzt, sich selbst zu schlagen. Durch die ständigen Schläge verhornen die Hautzellen und die Neuronen gewöhnen sich daran, halten es für normal und hören auf, Schmerzsignale zu senden. Mach schon, Arnie, zeig uns, was du drauf hast. Ich sehe, du hast deine Zeit nicht verschwendet. Die Eisenhemdtechnik funktioniert. Oh, nein! Natürlich gibt es einige Stellen, an der sich überhaupt keine Hornhaut bildet. Glückwunsch! Du hast die Chance, der erste Mensch zu sein, der geklont wird. Steig in die Maschine, Arnold! Was kann denn schon schief gehen? Jetzt lass uns ein bisschen testen. Was ist denn das? Das Klon hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Euer Gehirn hat sich in zwei Hälften geteilt, wobei jeder von euch nur eine der beiden Hemisphären besitzt. Der Corpus callosum verbindet die beiden Gehirnhälften und besteht aus 200 bis 250 Millionen Nervenfasern, die jeweils mehrere Zentimeter lang sind. Wenn deine Oma sie zu einem Faden verstricken würde, könnte sie ihn dreimal um die Erde wickeln. Das ist erstaunlich. Lass uns deine kognitiven Fähigkeiten testen. Gut gemacht, linkshirniger Arnold. Rechtshirn Arnold, was machst du denn da? Ach, ja, richtig. Die linke Gehirnhälfte ist für die Sprache zuständig. Also werden wir nicht mit dem rechtshirnigen Arnie kommunizieren können. Die linke Hemisphäre kontrolliert die rechte Seite des Körpers und die rechte Hemisphäre die linke. Wenn du also das Corpus callosum entfernst, wie es bei schweren Epilepsien gemacht wird, verwechselt die Person zunächst ihre linken und rechten Gliedmaßen. Lass uns alles auf Anfang setzen. Ja, einer nach dem anderen. Nicht drängeln. Ohne euch beide fangen wir sowieso nicht an. Passt auf! Es scheint zu klemmen. Warte mal kurz, Kumpel. Die meisten Bereiche des Gehirns in den beiden Hemisphären sind doppelt vorhanden. Wenn also eine Hemisphäre entfernt wird oder wenn eine Person mit nur einer Hemisphäre geboren wird, kann die andere Hemisphäre die Funktion der verlorenen Hemisphäre kompensieren und die Person kann ein ganz normales Leben führen. Na, wie fühlst du dich, Arnie? Ist das der Finger des anderen Arnold? Ey,
spionierst du Leute aus? Weißt du, ein Spanner zu sein, darauf wäre ich nicht stolz. Besonders, wenn man es so offensichtlich macht wie du. Oh oh, Bertha hat dich gesehen. Ich hab dich gewarnt, Arnold. Wenn du in die Sonne stierst, musst du dich auf Verbrennungen in den Augen gefasst machen, du Trottel. Unsere Augen sind die Straßen, auf der lichtempfindliche Zellen unterwegs sind. Sie lieben die Sonne, aber aus der Ferne. Wenn du in die Sonne schaust, schickst du sie direkt in ein Feuer. Außerdem schädigen die ultravioletten Strahlen die Proteine in der Augenlinse, wodurch die Sicht allmählich beeinträchtigt wird. Pass auf, Arnie! Oh nee, du bist in nassen Beton gefallen. Da kommst du nicht mehr raus. Du musst nun direkt in die Sonne stieren. Je länger du in die Sonne schaust, desto tiefer dringen die ultravioletten Strahlen in deine Augen ein. Zuerst verbrennen sie die äußerste Schicht, die Hornhaut. Dann schädigen sie die Proteine in der Linse deines Auges. Und dann erreichen sie die lichtempfindlichen Zellen der Netzhaut. Du wirst auch nicht mehr weinen können, Arnie, weil du keine Tränen mehr in deinen Augen hast. Was ist das? Eine Wolke! Aber heute ist Fußball und die Behörden vertreiben normalerweise künstlich alle Wolken. Aber das ist nicht das Schlimmste. Du hättest dir die Streichhölzer nicht in die Augen stecken sollen, Kumpel. Was? Jetzt wünschst du dir die Sonne wieder? Oh, hey, Arnie, du bist blind geworden. Sonnenbedingte Erblindung kann zentral oder seitlich wirken. In besonderen Fällen kann eine Nachtblindheit auftreten. Das ist, wenn eine Person bei schlechten Lichtverhältnissen nichts sehen kann. Lass uns dein Sehvermögen testen. Finde den Like-Button und drücke ihn. Auf diese Weise wissen wir, dass deine Augen in Ordnung sind. Wach auf, Arnie! Ich hab's dir gesagt. Das Ausspionieren von Bertha ist eine schlechte Idee. Und das sind die Konsequenzen. Dein Herz könnte aufhören zu schlagen. Du brauchst eine Notfallbluttransfusion, um den Druck in deinem Kreislaufsystem aufrechtzuerhalten. Während des Vietnamkriegs wurden Kokosnussinfusionen zur Behandlung von Verwundeten eingesetzt. Erstaunlicherweise ist Kokosnusswasser dem menschlichen Blutplasma sehr ähnlich. Also, was haben wir? Cola? Okay, los geht's. Aber zuerst müssen wir das ganze Gas loswerden. Wenn das im Getränk enthaltene Gas in deine Blutgefäße gelangt, wird es dich buchstäblich von innen zerreißen. Cola enthält Zucker, Glucose. Das ist eine perfekte Quelle für schnelle Energie und macht dich richtig munter. Es scheint zu funktionieren. Die Cola hat sich in deinem Körper festgesetzt. Aber auch dein Aussehen hat sich ein wenig verändert, Kumpel. Sogar deine Haare haben eine andere Farbe. Dafür bist du auf der anderen Seite ein gern gesehener Gast auf jeder Kinderparty. Da nun das Koffein in der Cola durch deine Adern fließt, musst du nur noch alle 3 Tage schlafen. Jetzt hast du viel mehr Zeit als normale Menschen. Nein, hör auf, du Kamikaze-Spinner! Schon ein einziges Mentos kann dich in eine Bodenluftrakete verwandeln!